Joho, Leute, ich kann es einfach nicht lassen. Ich versuche es nochmal. Ich glaube, es seit der letzten Aufnahme sind jetzt 2 Stunden vergangen oder so und ich muss es einfach noch einmal versuchen. So, der Counter wird aktiviert. Alle Waffen werden wieder auf Level 1 gesetzt und wir sind wieder hier unten drin. So, nein, das war Fail. Okay, nochmal. Bin gespannt, wie weit ich dieses Mal komme, wenn ich denn hier durchkomme. Und ich hoffe wirklich, dass ich den Raum mit den herabfallenden Blöcken schaffe. Ich muss einfach versuchen, da ein bisschen vorsichtiger durchzugehen und die blöden Engel abzuschießen, die da kommen. So. Wow. Ah, der Text kommt nochmal. Ja, wusstest du, dass die Hexenfrau Jenka einst einen Bruder hatte? Sein Name war Balos. Genau wie seine Schwester trug er Kräfte, die weit jenseits dieser, derer von Sterblichen lagen. Ich lese das jetzt einfach nochmal vor, weil, warum nicht? Moment. Ah, egal. Ich mag die Musik. Bla bla bla. Ein bisschen. Ja. So, ich hoffe, ich habe noch genug. Ich mache das jetzt einfach so. Dann kriege ich noch ein bisschen. Ja, ein paar von den Kristallen habe ich aufgesammelt, immerhin. Die Lebenskapsel. Jetzt habe ich Level 2 erreicht, was ich ja vorher leider nicht kriegen konnte, weil ich mit dem Spore den einen Kasten da aufgemacht habe. Und jetzt versuche ich, hier rüber zu kommen. Okay, er benutzte seine magischen Kräfte, um zu helfen und Leute zu den Weg zu weisen. Also nicht den Weg zu weisen, sondern Leute zu führen. Und die Leute liebten ihn und vertrauten ihm dafür im Gegenzug. Sogar, sie vertrauten ihm sogar mehr als ihrem eigenen König. Oh! Ja, wir nehmen Curly mit, denn Curly ist uns gleich sehr hilfreich. So, jetzt hoffe ich mal. Moment. Ich muss ganz vorsichtig und wenn ihr kommt, töte ich euch. Ich gehe hier einfach langsam durch. Dann. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hier langsam durchzugehen. Ihr macht mir einfach zu viel Schaden, ihr blöden Engel. So. Aber da kommen immer mehr. Das ist zum verrückt werden. Aua. Ey, was? Oh nein. Ich bin auf den Block draufgesprungen, habe deswegen Schaden genommen. Oh Mann, oh. Oh, der eifersüchtige König sorgte dafür, dass Balos festgenommen und ins Gefängnis geworfen wurde, wo seine Bestrafung brutal und Dings war. Hier, furchtbar. Menschen können furchtbare Kreaturen sein. Nee, ich bin gleich wieder tot. Dank der schönen lieben Engel, die ihr Möglichstes tun, damit ich hier sterbe. Ey, ich hab's trotzdem noch hier durchgeschafft. Was zum Henker? Unter der extremen Furchtbarkeit der Tortur, der Folter sind Balos magische Fähigkeiten wild geworden. Der König wurde in einem Wirbelsturm der Magie eingehüllt und in einem Augenblick zerstört. In einer einzigen Nacht wurde das Königreich, das Balos so geliebt hatte, in äschene Ruinen verwandelt. Gut. Naja, immerhin hilft uns Curly jetzt. Und ich muss einfach jetzt sehr vorsichtig vorgehen. So. So viele von denen wie möglich. Ey, cool, wenn ich stehe, dann schieße ich mit. Wow, das ist. Wow. Moment, die Herzen will ich haben, bitte. Danke. Wenn ich nach oben ziele, dann zielt Curly auch nach oben. Die schießen mit Nemesis und Spur gleichzeitig. Das ist awesome. So, okay, das heißt, das spawnen leider, Gott sei Dank nicht unendlich viele. Das heißt, wenn ich hier ganz vorsichtig vorgehe, kann ich es schaffen, hier durchzukommen. Dieses Mal. Komm runter. Danke, denn da oben ist noch ein Herz. Und du tötest uns nicht. Niemals. Ich möchte das Herz haben. So. Moment. Feuerball. Was? Och Mann. Dann. Okay. Ich muss aufpassen, nicht vom Speer getroffen zu werden. So. Du bist anscheinend nur verwundbar, wenn du läufst. Oder so. Wenn ihr steht, dann seid ihr. Was? Der hat mich getroffen. Das ist nicht gut. Moment.
Ja, schieß. So, okay, du bist schon mal Geschichte. Dann brauche ich diese Herzen. Du kannst mir doch auch gerne ein Herz geben. Nein, leider nicht. Okay. Das Herz. Ja, ein bisschen für meinen Raketenwerfer. Hier kann ich ihn leider nicht durchschießen. So, das lade ich auf. Und gehe einfach nach oben und einmal so... Was? Oh, er hat es abgewehrt. Okay, nochmal. Jetzt aber. Okay, der erste ist tot. Ich lade es schon mal weiter auf. Denn... Ah, die sind unverwundbar, wenn die sich nicht bewegen. Aber ich will die... Ich will die gottverdammten Herzen haben. Die Herzen. So, und jetzt... Okay. Das läuft gut. Das läuft gut. Wenn ich vorsichtig bin, dann kann ich es schaffen. So. Es ist explodiert. Hier muss ich jetzt durch, ohne mich treffen zu lassen. Okay. So. Ihr seid schon mal Geschichte. Gut. Herz. Wunderbar. Dann muss ich aufpassen. Unten waren die Stacheln. Und, jawohl. Diesmal mache ich euch fertig. Okay, die Explosion scheint nicht so groß zu sein. Das ist immerhin ein Vorteil. Und ich komme hier zwar... Erlauben sind Herzen, cool. Ich komme hier zwar jetzt nicht mit der Speedrun-Zeit durch, aber was soll's. Das ist mir egal. Weil ich kann mich nicht verletzen. Alles... Was? Jetzt auf einmal geht das auf? Was soll das? Na, immerhin. Hab ich, bin ich hier ein bisschen sicher. So, ich lasse dich erstmal runtergehen. Und dann... komme ich hier durch. Und da sind... Ah, Jenka, die... Nein, Moment. Als Jenka, die sah, wie ihr Bruder verrückt wurde, verbannte sie ihn auf diese schwebende Insel. Das war alles, was sie tun konnte. Selbst wie er so verrückt war, konnte sie sich nicht übers Herz bringen, ihn zu töten. Nicht ihren eigenen Bruder. Moment, ich muss den aufladen. Dann habe ich eine höhere Reichweite. So. Und wir sind... So weit waren wir noch nie. Das ist... Wow. Ja, okay, ich lasse erstmal den Whimsical Star so ein bisschen hier... das erledigen. Geht mal ein bisschen hoch, Whimsical Star. Wenn ich ein bisschen springe, dann geht er, glaube ich, auch höher. So. Den, zumindest den einen, da möchte ich noch umbringen. Und die anderen... Ja, was weiß ich. Ich muss so viele von denen töten. Moment, ich habe schon wieder 29 Leben. Okay, das ist immerhin etwas. So. Das da oben ist auch aufgegangen. Der hätte mich fast getroffen. Aua! Der hat mich getroffen. Aber hier ist noch ein Herz. So, wie gehe ich hier jetzt am besten vor? Am besten lade ich auf und versuche dann erstmal die... da oben zu treffen. Moment, das war falsch. Nochmal aufladen. So, einer ist schon mal weg. Dann, nein, das hat nicht getroffen. Das hat getroffen. Gut. Dann brauche ich dich noch. So, du bist auch weg. Jetzt bitte Feuerball. Jawohl. Okay, mit ein bisschen taktieren und Zeit geht das. So. Dich wollte ich nämlich umbringen. Ihr kommt hier nicht hoch, ne? Mit euren... Gut, das ist schon mal sehr schön. Jetzt kann ich hier nämlich in aller Ruhe euch fertig machen von hier oben. Weil ihr mich eh nicht erreichen könnt. Und da unten komme ich überhaupt nicht durch. Aber da sind Herzen, die möchte ich haben. Deswegen... Oh, da sind noch mehr Herzen. Die möchte ich alle haben. Danke. So, jetzt wirf. Und ich schieße, während du noch zielst. Wunderbar. Du da hinten stirbst auch. Gut. Sehr gut, ich komme voran. Ich komme voran, Leute. Ich kann es schaffen. Ich habe 33 Herzen wieder. So, du explodierst jetzt bitte mal. Jetzt sehen wir uns auch mal die Explosion von hier unten. Hoffentlich erwischen uns das nicht. Okay, die Explosion ist nicht so groß. Immerhin. Dann, was haben wir da denn? Kann ich dich treffen von hier? Oh, was? Moment, das war unfair. Gut, dass ich nicht weiter hochgegangen bin, dass ich hier nicht durchrenne. Immerhin scheinen die ja wirklich nicht unendlich aufzuspawnen. Das habe ich ja vorher gedacht. Deshalb bin ich nicht gut durchgekommen. Nein, das war schlecht. Das. So.
Egal, ich habe mich treffen lassen, aber das ist nicht so wild. Moment, kann ich mich treffen von oben? Nein, wenn ich so stehen bleibe, nicht. Aber ich kann sie treffen. Gut, dann schalte ich jetzt eine nach dem anderen aus. Na gut, ich lasse mich treffen, aber da sind noch mehr Herzen. Das heißt, ich kann mich direkt wieder auffüllen, wenn ich denn mal treffe. So, einer noch. Wunderbar, Leute. Ich komme durch. Echt, das ist unglaublich. Ich habe erst gedacht, boah, das wird wieder, das werden jetzt endlos viele Videos. Aber es scheint so, wenn man sich ein wenig konzentriert, kriegt man zwar keine Speedrun-Zeit hin, weil ich meine, ich bin jetzt sowieso schon 8 Minuten und 6 Minuten braucht, muss man das hier, in 6 Minuten muss man das hier machen, um den Charakter auf dem Hauptbildschirm durchzuspielen, freizuschalten. Was zur Hölle? Ich habe Angst, dass hier, ja, jederzeit wieder ihr auftretet. Oh Gott, ich habe es aktiviert, ich wollte es nicht aktivieren. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Ihr seid so gemein. Okay, da komme ich jetzt durch. Moment, der ist da so. Dich möchte ich auch bitte aktivieren. Ich will euch alle aktivieren, damit ich hier schön viel Freiraum habe und nicht da unten lang. Da unten will ich überhaupt nicht lang. Das sind Stacheln. Stacheln schon wieder. Warum Stacheln immer hier? Das ist unglaublich. So. Das war dein Ende. Dich schalten wir auch noch aus. Scheiße, ich bin in die Stacheln gefallen. Nein. Oh Gott. Okay. Konzentrier dich. Konzentrier dich, Superflex. Dann geht das alles in Ordnung. Oh Gott. Oh Gott. Ich gehe erstmal hier hin und... Mhm. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich kann da oben das Ding abschießen, dass es runterfällt. Ich hoffe es einfach mal. Ich probiere es mal aus. Ich versuche, obwohl... Ah, die können mich da treffen, ne? Nein, dann mache ich das lieber nicht. Dann versuche ich stattdessen hier rüber zu fliegen. Nein, nein. Ah, Schande. Schon wieder so viel Leben verloren. Es war Jenkas Schwester Misery, die Ballos dazu führte, die Dämonenkrone zu erschaffen. Sie wurde allerdings von der Krone verflucht, dazu gezwungen, demjenigen zu dienen, der sie trug. Wenn die Krone zerstört ist, wird der Fluch aufgehoben. Aber was das sein wird, wissen wir noch nicht. Ich will nicht von euch getroffen werden. Danke. Okay. 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 Okay, okay, okay. Gut. Euch mache ich noch kalt. So. Herz bitte. Nein, schade. Okay, das wäre sowieso nicht... Was ist das? Was ist das? Eine Truhe. Was ist da drin? Was? 24 Missiles. Okay. Okay, okay. Das ist ziemlich cool. Das kann mir bestimmt noch helfen. Aber jetzt muss ich erst noch gucken. Was ist das? Das sieht böse aus. Was zum... Was bist du? Cherubis. Ah, Engel. Ich habe viel zu wenig Leben. Ich bin tot. Och nö.